Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon Go PvP-Video in der Hyperliga mit Skellokrog im Lead sowie der Kobalion Viridium Backline. Ich bin sehr gespannt, ob das klappen kann. Werden wir mal alles geben. Und genau, heute Abend endet dann die Hyperliga und dann beginnt unter anderem der Holiday Cup in der Superliga. Und ich bin sehr gespannt, was da so möglich ist. Aber ja, erstmal noch hier mal gucken, ob wir noch was mitnehmen können. In dem Sinne, let's go. Ja, normalerweise kann man das Team auch mit Fiaro spielen, aber ja, habe ich leider nicht am Start. Aber ich denke, Skellokrog kann auch was reißen. In dem Sinne, schauen wir einfach mal, was die Gegner so am Start haben werden. Okay, ja, wir können schon ein bisschen Energie tanken und werden dann, denke ich, was rauslocken. Gehen jetzt einfach mal in Kobalion. Natürlich wäre Viridium jetzt besser, aber du hast vielleicht irgendwas gegen Viridium. Und okay, gehen wir auf die Sancto-Klinge direkt. Bis jetzt bei 4x Konter, war jetzt nicht perfektes Timing, aber ja, hauen das schon mal raus. Und ja, schon mal rausgelockt immerhin. 7, 8, ist wahrscheinlich Siedewasser. Vielleicht tanken wir das noch mit Ach und Krach und kriegen dann eventuell noch eine Sancto-Klinge raus. Eine Eissturmköder, okay. Ja, jetzt kannst du halt noch farmen, ne? Ist auch nicht so schlecht gewesen. Deswegen, ja, sind jetzt leider im Angriff abgesenkt. Aber ich denke mal, eine Sancto-Klinge sollten wir noch rausbekommen. Mit ein bisschen Glück. Okay, die kriegen wir noch raus. Ich denke mal, das wirst du leider noch tanken. Was nicht so geil ist. Aber kann man jetzt auch nichts machen konkret, ne? Okay, ja. Schade. Schade. Und ich muss, glaube ich, in Viridium. Und vielleicht gehst du auf Siedewasser. Okay. Ja, ich denke mal, das wird Siedewasser sein. Müssen wir mal schauen, ob wir das noch irgendwie machen können. Und ja, immerhin das abgefangen. Das ist nicht geil. Das ist leider nicht geil. Und sieht nicht gut aus. Ich sag's offen und ehrlich, es sieht nicht so gut aus hier. Ich gehe direkt auf Spukball. Hoffe, dass du das nicht schildest. Aus Gründen, sag ich mal. Aber ich habe mal ein Schild, wirst du hier schon investieren. Deswegen, okay. Ja, aber ist die Frage, ob das jetzt so clever war hier. Ich gehe mal auf den Gleichstand, wollte ich gerade sagen. Köderst du hier rein? Eigentlich nicht, ne? Kann ich mir nicht vorstellen, dass du hier rein köderst. Und kriegen wir vielleicht was abgefangen? Ich glaube eher nicht, ne? Ich denke mal, hier wird schon 100% der Schild kommen. Ja, genau. Wer gewinnt die Gleichstände? Ist eigentlich sogar fast egal, wollte ich gerade sagen, denn ja, ich meine, selbst wenn wir den jetzt gewonnen hätten, hättest du geschildet. Und Viridium macht eigentlich nicht viel gegen dich. Deswegen, ja. Ich will vielleicht noch gucken, wie viel eine Laubklinge macht. Damit wir es halt wissen, aber ja, wird, denke ich, nicht viel machen. Zumal du noch den Schild hast. Und ich denke mal, die Steinkante wäre vielleicht hier noch die Win-Condition, aber so nicht, deswegen, ja. Ja, also Skellokrog auf jeden Fall OP. Das Team war ein bisschen anfällig gegen Sumpex, aber ja, ich meine, hättest du ja Quappo gehabt, also wenn du das irgendwie drauf gepinnt hättest, deswegen, ja. Das ist auch nicht so geil. Wir gehen mal in Kobalion und hoffen, dass wir irgendwas machen können. Und, okay. Boah, Sentoxa ist auch sehr, sehr stark. Also das Ding kann sehr viel tanken. Und ja, du wirst wahrscheinlich auf Siedewasser gehen. Also hast jetzt zwar was gegen Skellokrog wieder gehabt im Prinzip. Kriegen sogar den Schild hier. Okay. Das ist Siedewasser. Ja, ich glaube, Schilden macht keinen Sinn. Also wir haben immerhin ein Schild bekommen, was in Ordnung ist. Und ja, gucken wir weiter. Bis jetzt bei, ja, fast dem nächsten Siedewasser. Und da versuchen wir noch unser Bestes zu geben. Schauen einfach mal, was du ganz hinten dann hast. 18, ja. Gutes Timing. Mal gucken, ob wir das noch tanken vielleicht. Müssen wir schauen. Und ja, du wirst die Steinkante auf jeden Fall noch wegstecken. Besser gesagt, kannst jetzt leider noch farmen. Lass mich hier runter farmen, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss es, wohl oder übel. Kriege vielleicht noch eine Sancto-Klinge raus, ich glaube eher nicht. Und ja. Ja, die Frage ist, was ist deine zweite Attacke?
das ist jetzt die große Frage. Ich gehe in Skellokroc. Ich werde einmal Silo-Wasser schilden, denke ich. Und wir müssen jetzt alles in Viridium legen. Ja, ich hätte natürlich auch mit Viridium runterfarmen können, aber ja. Angriff sinkt. Können wir nicht hier farmen? Ja, ich kann nicht nochmal schilden. Ich lasse es durch. Hoffe, ich stecke das irgendwie weg. Und okay, ja, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Wir gehen direkt rüber. Und boah, das ist natürlich ein starkes Team hier. Pixie, boah, ja, wir müssen mal schauen. Also, wir versuchen noch unser Bestes. Bis jetzt bei 5 mal Feenprise, glaube ich, circa. 7, 8, 9. Überleben wir einmal Mondgewalt. Das ist jetzt die große Frage. Ich hoffe, ich spekuliere jetzt einfach mal. Das hat sehr gepfeffert. Wir gehen auch auf die Laubklinge immerhin. Du kannst, glaube ich, nicht so viel farmen, was auch in Ordnung ist. Und ich muss mal kurz überlegen, ob ich jetzt auf die Attacke gehe direkt. Ich glaube nicht. Und okay, ja, ich meine, ich glaube, solche Stimme solltest du nicht überleben. Aber sieht trotzdem nicht gut aus, denn der Quatschutz hat schon sehr viel Energie am Start. Das war gut, dass das natürlich nicht geschüttet hat, das war auf jeden Fall clever. Ich glaube, selbst der Nachthieb, den werden wir nicht wegstecken können, deswegen auch wieder GG an den Gegner. Und ja, war ein bisschen schwer, das hier zu machen, aber wie gesagt, gutes Match. Ja, schon mal kein guter Einstand, aber vielleicht haben wir jetzt ein bisschen mehr Glück. Müssen wir mal gucken. Und ja, mal schauen, was jetzt so im Lead sein wird. Sehen ein Ampharos, okay. Ja, du hast halt wahrscheinlich Wirbler. Ich gehe einfach wieder in Kobanium und hoffe, dass jetzt vielleicht besser laufen wird. Werden sehen. Okay, boah. Wieder ein Quappo leider. Ich gehe auf die Sancto-Klinge. Sieht wieder nicht gut aus. Und ja, müssen wir mal gucken. Also, ich habe gerade vergessen, was das allererste Team war, aber es war ja so ein bisschen ähnlich aufgebaut hier. Haben auch schon mal ein bisschen Damage immerhin. Und ja, Wechsel wäre schon geil, aber ob wir den jetzt ohne weiteres bekommen, weiß ich nicht. Zumal der auch mit... Okay, kriegen wir mal den Schild schon mal. Was auch nicht so schlecht ist. Ich werde nicht schilden, wahrscheinlich Silo Wasser. Ich werde es nicht schilden. Und hoffe, dass Viridium jetzt noch ein bisschen was machen kann für uns. Okay, geht sogar auf Silo Wasser. Ja, clever. Ist in Ordnung. Und wahrscheinlich jetzt der Eissturm natürlich. Lassen wir durch, der will jetzt auch nicht so viel machen. Deswegen, ja. Ich kann auf jeden Fall noch ein bisschen farben hier. Das werden wir jetzt auch machen. Gehen jetzt in schlechtem Timing auf die Laubklinge. Verlieren hier den Gleichstand leider. Das war nicht clever von mir. Ich war mir gerade nicht sicher, ob du jetzt 6 oder 7 Konterwürder brauchst. Und ja, wenn man so Siede, Wasser und Eissturm, sag ich mal, durcheinander einsetzt, dann weiß ich nicht genau mit der Energie, aber ja, jetzt wissen wir es. Das war jetzt nicht so geil, muss ich ehrlicherweise gestehen, aber ja, boah, nee. Sieht wieder sehr schlecht aus hier. Wir werden auf jeden Fall einen Wirbler durchlassen und hoffen, dass du den Spukball nicht schildest, denn der sollte vielleicht sogar finishen. Aber weiß ich jetzt auch nicht konkret. Wir gehen einfach auf den Spukball und ja. Wieder nicht optimal gespielt, leider. Aber die Erfahrung nehme ich natürlich mit. Hast du leider getankt und ja, kann ich nicht mehr machen, denke ich. Mal gucken, also ich gehe jetzt noch auf den Spuk, aber wir müssen natürlich schilden, selbstverständlich. Also wird natürlich keinen Sinn machen, den jetzt hier durchzulassen. Naja, aber läuft nicht gut gerade. Nichtsdestotrotz, Erfahrung nimmt man natürlich immer mit, ne? Ja, war natürlich nicht gut gegen Quappo, das Matchup, da ich da nochmal, sag ich mal, schilden musste. Aber ja, ich meine, nächstes Mal vielleicht ein bisschen eher einsetzen zur Sicherheit. Nichtsdestotrotz, ja, bleiben wir hier drin, ne? Das ist auch nicht unbedingt optimal. Aber machen das jetzt einfach hier. Wahrscheinlich den Schattenstoß am Start. Werde ich, denke ich, schilden. Und dann werde ich denken. Oh, Antikraft sogar, okay. Werde ich sogar ködern, denke ich hier. Ich meine, das wird auch ein bisschen Schaden machen, weil jetzt nicht die Welt, ne?
Und gehe ich vielleicht sogar in Kobalium, ne? Ich glaube erstmal in Kobalium. Jetzt bist du auf jeden Fall in Steinkantenreichweite, denke ich. Und soll das jetzt eigentlich keine effektive Attacke haben? Wahrscheinlich Drachenklaue, Antikraft, ja, sieht's aus. Ja. Bist jetzt bei. Boah. Wahrscheinlich jetzt dry, ne? Wahrscheinlich bist du jetzt ziemlich dry. Und gehst nicht raus. Also wirst du das Kobalium hier nicht sehen, auf jeden Fall. Und ist in Ordnung. Wir holen uns auf jeden Fall noch hier Energie. Vermutlich sogar 100 Energie. Mal gucken, ob du sogar die Attacke abfängst. Wir werden sehen. Du willst wahrscheinlich einfach nur einen Wechsel haben. Ich gehe jetzt auf die Steinkante. In schlechtem Timing, aber ist in Ordnung. Wir sind jetzt bei 100 Energie und ja, bin sehr gespannt, was du hinten hast. Vielleicht ein Sumpex? Ich weiß es nicht. Ist in Ordnung. Vielleicht können wir die sogar farmen mit Ach und Krach. Müssen wir schauen. Ansonsten muss ich vielleicht doch nochmal einsetzen, aber ja. Okay, wir gehen in Viridium direkt. Hast leider die Mondgewalt, aber kriegen schon mal eine Laubklinge hier raus. Und ja, ich muss mal gucken, wie viel du hier konkret hast an Energie. Ja. Ich werde schilden. Und hoffe, dass das die Mondgewalt ist. Surferbait wäre schon blöd, aber ja. Wir machen das jetzt einfach. Okay. Immerhin das geschildert. Ich gehe jetzt auf die Laubklinge. Und ja, muss noch kurz überlegen, viel du jetzt haben könntest ungefähr. Ich werde noch einmal ausholen. Kriegen vielleicht mit Ach und Krach eine Laubklinge noch hin, aber vermutlich eher nicht. Aber ich glaube, raus kann ich jetzt auch nicht ohne weiteres. Naja, wir machen das jetzt noch. Ah, schade, verlieren leider den Gleichstand. Was nicht so geil ist, aber ja, das werden wir natürlich nicht tanken. Muss ich kurz überlegen, wie wir jetzt weiter verfahren. Habe ich bei Kobalium eine Attacke ready? Ich weiß es gerade nicht. Ich gehe, glaube ich, einfach auf die Steinkante. Oder ich gehe einfach auf die Sanktu-Klinge. Blind. Okay. Boah, ist jetzt nicht so schlimm. Was war das für ein Pokémon? Ich weiß es gerade nicht. Aber sieht jetzt auch nicht so geil aus. Okay, Suicune. Boah. Wir resistieren die Standpauken immerhin. Und du müsstest auch einsetzen. Deswegen gehe ich nicht raus. Ich kann überlegen, wie die Counts bei Suicune ganz genau sind. Da gibt es jetzt bei 5-mal Standpauke. Müsst ihr hier back-to-back anfarmen? Habe ich überhaupt Energie bei Skellokrok? Ich weiß es gerade nicht ganz genau. Ist jetzt auch ein bisschen blöd, ne? Okay, hast eingesetzt. Ich gehe direkt auf die Säulestimme, falls ich die haben sollte, aber weiß ich gerade nicht. Aber ich muss es wohl machen. Und ja. Okay, schade, schade, ist wahrscheinlich Siedewasser und auch, also Suicune jetzt auch öfter gesehen, auf jeden Fall sehr interessant. Ja, das Team ist nicht optimal und vermutlich spielt es jetzt auch nicht so gut, deswegen, ja, müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht noch irgendwas reißen können, ne? Und, okay, ja, bleiben erstmal drin, ne? Das ist wahrscheinlich die Antikraft, da wird die jetzt so viel machen. Ich weiß es gerade nicht. Okay, setzt nicht ein. Hm. Was hast du für ein Moveset? Ich weiß nicht, ich gehe jetzt einfach in Kobalium. Okay, immerhin schon mal ein bisschen Schaden. Okay. Ja, Sumpex ist nicht geil. Hätte ich natürlich Viridium jetzt gerne gehabt, aber ja. Gehen schon mal hier auf die Sanktu-Klinge. Wir haben es mal rausgelockt in dem Sinne. Aber zu welchem Preis, ja. Wobei, vielleicht kriegen wir jetzt ein Schild. Unter Umständen, das wäre sehr, sehr geil. Und okay, ist sehr in Ordnung. Wir werden nicht schilden. Das Erdbeben werden wir jetzt nicht schilden, auf jeden Fall. Wir gehen dann direkt in Viridium und hoffen, dass du nicht die Schlammwoge hast. Aber ich denke mal nicht, ne? Okay, Aquabitze, ekliger Köder. Gewinnst die CMP-Ties, ist in Ordnung. Jetzt ab in Viridium, wir holen uns gute Energie, müssen natürlich die eine oder andere Aquabitze in Kauf nehmen, aber ja, es ist so wie es ist, ne? Es ist so wie es ist. Wir können vielleicht sogar komplett farmen.
Müssen mal schauen. Und ja. Müssen mal gucken wegen Schlammwoge, aber ja, dann ist es halt so. Ne? Wenn du sie hast, dann hast du sie halt. Kann jetzt auch nichts machen. Wir werden hier komplett runterfahren. Und ich weiß gar nicht, was Lavados für ein Moveset hat. Antikkraft, eventuell Gegenstoß. Vielleicht sogar der Sturzflug. Hier einfach direkt auf die Sancto-Klinge. Obwohl, ich warte kurz und überlege vielleicht ganz schnell, aber... Okay, Laubklinge einfach direkt. Glaube ich Quappo, ne? Wir holen, glaube ich, nochmal aus. Könntest du mich dann snipen vielleicht sogar? Okay. Okay, nochmal auf die Laubklinge. Sieht ja jetzt nicht so schlecht aus hier. Bist bald dreimal Konter jetzt gewesen. Könntest jetzt vielleicht sogar rüber. Wir werden sehen. 4, 5, okay. Ja, das sieht schon geschmeidig aus. Also Viridium ist absolut spammy, wie wir alle wissen. Das haut ja eine Attacke nach der anderen raus. Okay. Kriegen jetzt auch die Sancto-Klinge hier raus. Die solltest du nicht überleben. Und das war ein sehr dominantes Match. Also hatten auf jeden Fall Glück, dass hinten ein Quappo war. Und Viridium hat hier absolut das Match gesaved. Deswegen GG an der Stelle. Ja, das war es auch soweit. Also ja gut, das Set ist natürlich jetzt nicht gut gewesen. Ne? Viridium konnte noch was reißen am Ende. Aber ja, wahrscheinlich das Team nicht weiter zu empfehlen. Oder wahrscheinlich muss man es anders spielen. Nichtsdestotrotz war in Ordnung. Die Erfahrung nehme ich mit. In dem Sinne, ja, wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg noch heute. Wie gesagt, dann heute Abend die Rotation und dann Meisterliga sowie Holiday Cup. Ich bin sehr gespannt. In dem Sinne, schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.